Hallo und herzlich willkommen zum 16. Türchen von unserem Meerschweinchen-Adventskalender. Hallo, wir haben vor ein paar Tagen noch ein Paket bekommen von Roni und da war das hier mit drin. Also ist das diesmal ein bisschen was Besonderes. Genau, ich bin mal sehr gespannt. Und unser Weihnachtsgeschenk kam schon an. Dann gucken wir doch erstmal im Türchen, was das zu bedeuten hat. Genau, was da überhaupt drin ist. Wir haben das noch nicht aufgemacht. Da, wollte gerade sagen. Ist gerade also ein Hütchen. Futterkritiker, Gurkenscheiben. Okay. Da steht's. Dann sind da wahrscheinlich Gurkenscheiben drin. Ich wollte gerade sagen, dann werden da die Gurkenscheiben drin sein. Ah, getrocknete Gurkenscheiben. Riechen interessant, nicht so wie Gurke. Wie gut sind halt getrocknet, ne? Ja, da sind wir mal gespannt. Wir wissen, dass die Schweinchen schon mal sowas hatten, aber das ist schon ewig her. Ja. Wusste gar nicht, dass man die auch... Das sind doch so viele. Ich meine aber, dass wir... Irgendwann hatten wir sowas schon mal. War das im allerersten Adventskalender? Na, ich weiß es nicht. Irgendwo waren mal auch so getrocknete Gurkenscheiben mit dabei. Aber ich habe, ehrlich gesagt, keine Ahnung mehr, ob die Schweinchen die überhaupt mochten oder ob wir die immer dann verschenkt haben. Das weiß ich auch nicht. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil in dieser Viererkombination hatten wir jetzt noch nicht. Und ja, die Geschmäcker ändern sich ja immer. Weil was der eine das eine Jahr mag, mag der andere das, weißt du so, ja. Das ist immer so eine Dynamik. Da bin ich mal sehr gespannt. Ja, Bumi hat früher voll gern Basilikum gegessen. In letzter Zeit ist er so, ja, nehme ich wohl, aber in sich sein Favorit. Ja, oder Kürbis. Ja. Ging ein Jahr gar nicht und das andere Jahr sind sie drauf gestürzt. Deswegen, wir gucken mal. Also, ein Teller steht drin. Bumi ist auch schon bereit. Die Mädels auch. Dann probieren wir mal ein bisschen was. Okay, Bumi hat sich direkt eins geschnappt und gebunkert. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ach, Milka hat sich auch schon was geschnappt. Ja, also so wie es aussieht. Mögen die Schweinchen das? Mögen alle das. Ich finde den Geruch immer noch sehr faszinierend, weil das einfach voll kräuterig riecht. Und so gar nicht nach Gurke, ne? Nee. Ich meine, Gurke riecht ja eh nicht so krass. Also ein bisschen schon, aber... Ich finde, dass gerade so, wenn man wirklich dran riecht, riecht man Gurke. Ist nicht so penetrant von der Distanz, aber wenn man so wirklich so nah dran ist, dann... Also ich finde gerade, wenn man so Brötchen mit Käse und Gurke oben drauf, finde ich, riecht die Gurke schon sehr intensiv, wenn das wirklich so nah ist, ja. Ich bin allerdings auch kein Gurkenfan, entsprechend kommt das vielleicht daher. Ich wollte gerade sagen, ich mag gern Gurke und ich rieche das nicht so. Ich mag Gurke gar nicht. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob eure Schweinchen auch schon mal getrocknete Gurkenscheiben probiert haben. Und ob sie das mochten. Also hier scheint das gut anzukommen. Ich weiß jetzt nicht auch, ob ich zu viel reingemacht habe oder nicht. Wird sich dann gleich zeigen. Vielleicht, mal gucken. Okay, Ruki hat schon keine Lust mehr, oder? Nein. Aber Bumi hat da ganz schön viel mit ins Häuschen mitgenommen. Der hat auf jeden Fall ordentlich gebunkert. Oh ja. Ist ja so typisch, der kleine Bunker-Bumi. Ruki versucht es nochmal am Essensteller. Ich habe die nämlich gerade sauber gemacht, aber sie hatte so gar keine Lust. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt bin ich verwirrt. Sie hatte gar keinen Bock auf sauber machen? Du hast gesagt, nee. Du hast gerade sauber gemacht. Doch, da hatten die Hunger. Ah. Aber ich habe noch eben den Kram, der essbar aussah, noch wieder auf den Teller getan. Die bekommen nämlich gleich nach den Medikamenten noch einen größeren Teller. Und jetzt gibt es ja auch erstmal Gurkenscheiben. Aber Ruki findet das, glaube ich, echt nicht so. Du meinst, du hast das auf den Teller gepackt, was deiner Meinung nach noch essbar ist? Ja, meiner Meinung nach, stimmt. Die Schweinchen habe ich nicht gefragt. Die Schweinchen haben, glaube ich, eine andere Meinung von dem, was noch essbar ist. Das glaube ich auch. Obwohl Bumi hat auch schon keinen Bock mehr, so wie ich das da sehe. Nee, lieber Heu. Ja. Aber Shiroi und Milka sind noch am Start. Jetzt Shiroi auch nicht mehr.
Was ist das? Hm? War vorhin noch nicht da, ne Mecker? Also es scheint zumindest so zu sein, dass die Schweinchen es mögen. Aber es scheint jetzt nicht deren Favorite Leckerli zu sein. Ja, ne? Vielleicht kann man das ein, zwei Mal benutzen, so als Leckerli. Als kleine Belohnung oder so. Aber ist auch eher so, Und nope. Ja, okay. Dann sind unsere Heukis lieber im Heu. Und Bumi macht so sein Ding. Aber Milka hat hier auch ganz was hingeschleppt und nicht gegessen. Ja, Bumi hat in den Häusern noch was übergelassen. Stimmt, hast recht. Also, ich kann das mal kurz zeigen. Also hier ist auch noch ein kleines bisschen was über. Mhm. Aber nicht viel. Voilà. Da war die Begeisterung, als ich gerade die Papiertüte reingehalten habe, ein bisschen größer. Da kommt Chiroi. Ja, da weiß man auch nicht, was drin ist in der Papiertüte. Da ist dann auch der Überraschungseffekt mit bei. Ja, wenn es unbedingt sein muss, ne? Dann aber jetzt doch lieber zu Bumi, weil da ist noch der Rest vom Salatteller. Dann siehst du, sie fressen es doch auch. Ja. Das ist nicht nur das, was ich meine, was sie noch fressen könnten. Ja, gut. Also ein bisschen kürzeres Video dieses Mal. Ja, da ist unser Intro sogar länger. Gut, das vielleicht nicht. Aber ich meine unsere, wo wir das öffnen. Ja. Ja. Ja, das soll es dann mit diesem Video gewesen sein. Mit unbegeisterten Wikis. Ja, wir probieren das nochmal ein bisschen als Leckerli oder sowas, dass sie das noch ein bisschen fressen. Und ansonsten könnten wir auch noch ein bisschen was Karo abgeben. Vielleicht mögen ihre Boys das noch lieber als unsere. Ja, stimmt. Mal gucken. Dann sehen wir uns morgen beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Und vergesst nicht unsere Adventskalender-Verlosung. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Und haltet schön die Augen offen nach Weihnachtswiki. Das hat mich gerade ein bisschen getriggert.